Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Mozzalsa. So, wie in der letzten Folge gesagt, wollen wir mal schauen, dass wir dann heute mal ein Mining-Portal hinkriegen. Okay, das funktioniert wieder nicht. Ah, sehr schön, wir brauchen einen Portal-Frame. Wir brauchen ein Mining-Multitool, okay, das sollte machbar sein. Portalframe. Ich unterbreche die mal ganz kurz die Aufnahme und schaue mir das mal an. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mir das mal gerade angeschaut. Da hätte man ja auch irgendwie drauf kommen können. Ich finde dieses Mining-Tool, das Multitool, das sieht aber auch ein bisschen aus wie so ein Master Sword. Könnte aber auch wieder ein bisschen an mir liegen, dass ich ein bisschen bescheuert gerade bin. Wir haben echt keinen Flint. Jetzt sag mir nicht, das wird echt am Flint. Ja. Wir haben keinen Flint. So, wo habe ich einen Golden Bag of Holding? Pack mal hier nochmal die Ender Chest rein. So tief würde ich jetzt nicht sinken, ich will mir jetzt echt, um mir jetzt auch arschkalt einfach nochmal suchen, wir uns mal eine kleine Gravelstelle, obwohl wir haben da unten ja, können wir dich auch schon abfahren, ja hier ist auch schon Gravel. Aber doch schon Gravel. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall brauchen wir Stone Bricks. Das Multitool können wir jetzt dann schon mal machen. Wir brauchen noch ein Eisen. Wir brauchen das Kobbel. 4. Das sollte sogar reichen an Cobblestone, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechne. Ansonsten gewinnt er da auch mal ein bisschen was Farm. Ich werde aber auch einen Teufel tun und jetzt hier meine Bude auseinander bauen. Dann können wir hier wieder mal was abbauen. Ah, eine Sense of Nature. Sehr schön. Fertig, ja, der Reis ist fertig. Der Kaffee auch. Auch wenn ich keinen Kaffee trinken darf. Nein, nicht weil ich hyperaktiv bin oder so. Ich darf keinen Kaffee trinken wegen meiner Neurodermitis. Und zwar ist das pures Gift für den Körper, habe ich mitbekommen. Da ist ein Algen. Hey, ich höre hier doch eine Spinne. Naja, egal. Emerald. Fahren wir uns hier mal schnell notfalls ein paar Cobblestones ab. Ich will auch nochmal sicher gehen. Das wird eh irgendwann noch komplett planiert. Um mich herum. Ich will da so ein bisschen Platz haben. Habe ich den Ofen oben platziert? Ne, ich habe ihn noch gar nicht platziert, oder? Ich habe noch gar nicht platziert.
Und der kann dann dahin. Dann tun wir nochmal schnell die Essenzen weg. Das wird ja jetzt auch wieder ein bisschen dauern, bis da was kommt. Das ist mir bewusst, aber. Naja. Nee, das wollen wir noch nicht brennen. Sowas kommt später, wenn wir hier ein paar Ressourcen wieder haben. Packen die Kommissars rein, machen dann schon mal das Feuerzeug. Für den Stil. So, wir brauchen hier jetzt ein Mining Multitool. Wir brauchen zwei Stone Picks, einen Stick und eine Stone Pickaxe. Oh, da habe ich gerade so ein bisschen aufgestoßen. Machen wir dann schon mal hier die Sachen soweit fertig. Aber wir brauchen eh noch die Stone Bricks. Komm, einen kannst du noch machen. Danke. Und dann geht das jetzt so. Pickaxe, Flinten Steel und wir haben ein Mining Multitool. So, und wir können jetzt darüber hier die Portal Frames machen. Dann schauen wir mal, wo wir das hinpacken. Würde ich sagen, packen wir das einfach ganz stupide hier hin. Dafür brauchen wir 2, 3, 4. So, können wir auch schon wieder weiter abfarmen. Wieder. Was ist wieder? Das ist, glaube ich, zum ersten Mal Kohle. Ah, Reis ist noch nicht fertig. So, dann schaue ich auch mal, dass ich heute rechtzeitig die Folgen mal beende. Ja, das Huhn würde ich mir echt gerne mitnehmen. Nein, das kommt alles hier rein. Das kommt hierzu. Dann können wir schon den nächsten direkt machen. Ah, der verbraucht sich aber ordentlich. Und zwar wird das Ganze wie ein Nether-Portal aufgebaut. Wir brauchen jetzt nur noch 4 Stück. Und wir haben Zugang in die Mining World. Er war sogar ein bisschen zu schnell. So, jetzt haben wir noch sogar noch ein bisschen davon über, von dem Master Sword. Doof. Und ich glaube, jetzt muss man einfach nur. Ich bin super vorbereitet. Okay, da fahre ich jetzt nach. Kurze Frage. Wie kann man das Mining World Portal aktivieren? Damit wir da nicht so nutzlos rumstehen, können wir dann auch mal heißt Nether Portal.
sprich beides. Portal steht schon. Und Multi darf das nicht in die Erde eingebaut sein. Okay, da haben wir den Fehler gefunden. Da kann ich vorbereiten. Ja. Bevor wir das jetzt aber komplett rausreißen, machen wir einfach. Obwohl, das reißen wir jetzt einfach komplett raus. Oh, das wird aber echt so kacke. Naja, schade. Das wird echt so kacken langsam abgebaut. Aber naja, dafür haben wir dann Zugang zu einer der besten Farmwelten. Ey, yo, Enderweit, komm, Enderfrau, hier, oh, fuck. Enderfrau, hier bin ich, hier, Enderfrau, hallo. Die Enderfrau mag mich nicht. Gut, dann setzen wir das jetzt einfach mal hier hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3. Fertig. Zählt das noch? Nö. Und jetzt zählt es? Irgendwie bin ich zu blöd dafür. Also. Muss ich einmal. Multitool, das muss auch frei stehen bei Tageslicht, nur mit dem. Ich bin, glaube ich, eindeutig zu inkompetent dafür. Ich verstehe es aber auch nicht, was wir falsch machen. Wir haben. Es steht auf Gras, es ist Tageslicht, es steht im Freien, wir haben das Multitool. Nö. Einmal, zweimal. Okay, danke. Gott, das ist unglaublich. Wie inkompetent kann denn eine Person sein? Und direkt die nächste Frage, wie inkompetent kann ich denn sein? Jetzt sag nicht, daran liegt das.
greift man mal. Gott, ich da hat Kacke. Das hätte ich ja auch sagen können, lieber Sigurin, dass das nicht so klappt. Knuspern nochmal hier so eine Tomate. Und eine Erdbeere. Und ein paar Kirschtomaten. Ah! Danke. Wo war da jetzt das Problem? Jetzt im Ernst. Gut. Wir machen nur mal die Tasche was leer. Und zwar hatte ich vorher in der meinigen Welt mit einer Mining, ja, mit einer Mini-Turtle, wollte ich da ein paar Erze abfarmen lassen. Wir brauchen aber dafür noch einen Computer, ein Überzahn und eine Glasscheibe. Ich will es auch nicht schauen, dass ich da so viel an Kohle verballere. Wir werden auf jeden Fall 7 Eisen brauchen. All unsere Dias, einen Redstone. Ah, wir haben keinen Sand. Dann fahren wir da vorne mal den Sandstrand mit ab. Sandstrand. Ja. Okay. Ich würde sagen, das war das offizielle Zeichen für Fuck you. Bin noch nicht reingegangen. Ich will jetzt einen Cobblestone, ich kriege einen Anfall. Ein Cleanstone. Dann gehen wir mal ganz schnell einen Cobble holen, damit wir den Armel backen können. Jetzt nichts wie zurück. Ja, ich weiß, die Folge ist eigentlich schon offiziell vorbei, die läuft jetzt aber noch ein bisschen länger. Ich will das jetzt noch heute schaffen. Ich werde auch dafür deinen Menschen-Anker werde ich mitnehmen, damit ich da den Chunk laden kann. Ich kann in der Zeit schon mal eine Truhe machen.
würde da lieber noch eine Eisentruhe. Oder machen wir da. Komm, wir machen eine Goldtruhe. So viel muss man protzen. Oh, reicht das noch? Hab ich jetzt echt nicht. Scheiße. Gut, die ist noch drin, das sollte aber dann reichen. Packen wir mal den Peridot da rein. Hier das Essen. Können dann schon mal die Dia-Spitzhacke craften. Da geht mir jetzt gerade so ein bisschen auf die Nerven. So. Sehr schön. Haben wir also unsere private Ender-Chest. Machen wir dann jetzt hier fertig. So, Glass Panes. Cleanstone, Redstone. Wir haben einen Computer. Ein Computer. So. Chest daran. Wir haben die Turtle. Turtle und Diamond Pickaxe. Mining Turtle. So. Jetzt lassen wir noch das Eisen durchlaufen. Das machen wir jetzt noch gerade fertig. Das würde ich jetzt haben. Schauen wir nochmal, ob wir da unten noch was abernten können. Das sieht da sehr gut aus. Ernten wir mal hier einen Creeper ab. Dann mal eine Kuh ernten wir ab. Bisschen Obsidian. Sehr gut. Ein paar Möhrchen. Tomaten nicht. Erdnüsschen. Bisschen Reis. Bisschen Kaffee. So, alles durcheinander hier, aber scheiß drauf. Das werden wir hier, ich jetzt mal hier wird nochmal ein ordentliches Gewächshaus hinkommen. So schön bei Freddy. Alter, danke. Rein damit, rein damit. Her damit. Dodo doof. So, 8 Eisen und 8 Gold. Machen wir noch die Truhe voll. Iron Chest. Sehr schön. Dann wenden wir die mit 26 Kohle komplett refuelen. Die Turtle. Können dann schon mal gerade runter den Dimensional Anchor abbauen. Da wird bei uns gerade mal kein Chunk laden. Ja. Copper, Tin. Tomate. Vielleicht reicht das jetzt schon, dann können wir mal vielleicht schlafen oder gehen wir mal gerade schlafen, da ist die Treppe. Mal schauen, ob wir jetzt auch wieder rauskommen. Sigurin, das Haus ist nicht idiotensicher.
Also Esther meinte ich jetzt nicht als Idiot. Packen wir das jetzt hier mal größtenteils weg. Und ich persönlich gehe jetzt auch gleich zum ersten Mal in die Mining World. Ich war noch nie da, keine Ahnung, wie es aussieht. Ich würde sagen, den Schritt 1, 2, 3. Hopp. Muss man heute einfach stehen bleiben. Naja, und wie geht's euch so? Hey, die Aufnahme ist eine einzige Katastrophe. Shift drücken. Ah! Ey, heute stelle ich aber eine komplette Inkompetenz auf. Danke. Inkompetenz FTW. Wow. Okay. Dann stellen wir hier die Strohe hin. Hier die Mining Turtle. Hier den Dimensional Anchor. Machen wir. Können wir den mal 3x3 Chunks. So. Label Set. Nee. Sklave 1. War das Set Label? Das war doch Label Set. Ah, ich dachte. Okay. Refuel all. 2080. Und dann machen wir jetzt einfach mal Excavate eine Zahl zwischen 5 und 10. Mal, lass mal für mal den die Überraschung. Okay. Machen wir Excavate 8. So. Kriegen wir jetzt noch mal ein paar Seeds hiervon. Ich würde sagen, ich stelle mich dann jetzt hier, weil ich sage, gehen dann jetzt aus der Aufnahme raus. Und werde mal schauen, was dann so bis heute Abend die Turtle so geschafft hat. Ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal beim Sigurin vorbei, der wird sich auch über ein Abo und Like freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Minecraft Mozzalza. Bis dahin, tschüss.